So, und jetzt eigentlich wollte. Nein, er darf nicht schon wieder da. Wenn man das kurz verpasst. Oh, Fremde. Rebecca, hallo. Ja, bestätigen, handeln. Ich könnte ein paar Dinge gebrauchen, falls du handeln willst. Ich glaube nicht, dass ich etwas gebrauche, aber ich guck mal. Okay, dann lassen wir das Handel abbrechen. Okay. Also, er darf wieder nach oben und dann erstmal die Sachen hier. Achso, da brauchen wir gar nicht hin. Das ist auch gut zu wissen. Aber der hat ganz schön viel mitgenommen, der eine Typen. Dann sollen wir das hier mal reparieren. Objekte bitte untersuchen. Oh, sehr schön. Also wir haben ein Schlossknacker-Set genutzt und dafür zwei Masken und eine Seife bekommen. Sehr schön. Haben wir das Set jetzt noch oder wird das wirklich quasi sofort verbraucht? Das sehen wir dann. Ich gehe mal davon aus, dass es sofort verbraucht wird. Ansonsten wäre es wahrscheinlich sehr, sehr günstig. Aber gut, das weiß ich nicht. Sie darf jetzt mal schlafen. Einen weiteren Ort durchsuchen, bitte. Und er darf mal was trinken gehen. Ja, wir haben schon vier Sachen. Das heißt, wir brauchen nur noch vier Reifen, eine Autobatterie, einen Verteiler und ein Kupplungsseil. Und dann hätten wir unser Wohnwagen bereit. So, er repariert das und danach darf er dann direkt hier Falle leeren. Nicht Fleisch essen. Mitwirken, da ist jemand. Gucken wir uns das mal an. Hallo, wer ist da? Hi, das bin dann wohl ich. Wow. Wenn du hier Hilfe benötigst, bin ich zur Stelle, doch entscheide ich schnell, denn lange bin ich nicht mehr hier. Wie gesagt, wir rekrutieren niemanden. Also aktiv rekrutieren wir niemanden, aber wenn jemand Hilfe braucht, dann sagen wir natürlich nicht nein. Oh, er braucht was zu fressen. Solange wir alles mitnehmen können, nehmen wir alles mit. Okay, und wo haben wir ihn hier? Er soll mal bitte hier ganz schnell was zu fressen geben, weil er ist ja gerade ganz schön. Wie habe ich das denn nicht mitbekommen? Das ist, wenn man voll bei den anderen Sachen ist. So. Dann darf sie noch was essen. Und dann darf sie schlafen. Ah, der arme, arme Quidde, der frisst jetzt erstmal schön. Okay. Er darf mal das auswaschen. Sie darf jetzt duschen und danach darf sie dann sich auch hinlegen. So, sehr viele schöne Sachen. Das können wir nicht mitnehmen, dann legen wir das weg. Okay, er kommt hier wieder rein. So, und dann darf er hier die Toilette benutzen. Funkspruch bitte annehmen. Oh, da ist schon wieder jemand. Diesmal treffen wir ganz schön viele Leute. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein jämmerliches Stück Dreck, das hier vor mir steht? Oh je, das fängt schon mal gut an. Hey, wie nennst du hier ein Stück Dreck? Dir könnte etwas Zucht und Ordnung nicht schaden, Jungchen. Ja, Jungchen passt schon mal gut. Oh ja, ich werde mich dir und deiner Truppe anschließen und euch so richtig auf Vordermann bringen. Nein, das werden wir nicht. Tja, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Es gibt nicht viele, die mutig genug sind, um Nein zu mir zu sagen. Mach's gut, Soldat. Der hat ein Problem. Okay, nicht unsere Sache. Er darf sich jetzt mal hier schlafen legen. Sie darf sich schlafen legen. Kommt auf jeden Fall jemand runter. Gehen wir erstmal hier dran. Ja, bitte nähern. Mal schauen, vielleicht haben wir ja da was Interessantes. Konvoi-Unfallstelle. Bitte was? In diesem Fahrzeug befinden sich einige extrem wertvolle Güter. Sie gehören uns. Bereite dich auf deinen Tod vor. Ja, fliehen, auf jeden Fall. Oh mein Gott.
Okay, ist nichts weiter anscheinend passiert. Das habe ich auch noch nie gesehen. Seid gegrüßt, ich suche nach Zuflucht. Finde ich die hier? Ich bin gesund und tatkräftig. Er sucht nach Zuflucht. Aber das ist jetzt, wie gesagt, da würde ich auch wieder ablehnen, weil das hat nicht diesen Anschein von, dass es jetzt gerade eine Extremsituation für ihn wäre. Nein, nein, es ist keine Extremsituation, aber ich denke, man versteht schon, was ich meine. Was müssen wir denn alles noch reparieren? Den Schlafsack, den armseligen Ofen und den Gefrierschrank. Generator auch, dann darf sie das mal machen. Zuerst das hier, dann den Schlafsack direkt danach. Ja, so, dann kann sie nämlich als erstes was essen und dann direkt schlafen gehen. Es hat schon wieder aufgehört zu regnen. Das gefällt mir nicht wirklich. Oh, die kommen schon wieder zurück. Wow, das war wirklich ein kurzer Weg. Weiß ich mir gar nicht, ob mir das schon ge so gefällt, dass die jetzt schon zurückkommen. Nein. Sie darf danach schlafen gehen. Ich würde gerne ihn auswählen. Okay, er hat umgedreht. Macht er jetzt irgendeinen Blödsinn? Ja, er, nein, kein Funkspruch abgeben, sondern darf ein bisschen abhören. Vielleicht finden wir ja was. Konnten erstmal alles mitnehmen. Wenn ich jetzt gerade dran denke, wir haben ja diesen komischen. Oh, es regnet wieder. Okay, sehr schön. Kommt er direkt jetzt wieder hier runter? Ne, der geht vorbei. Okay, gut. Wir haben diesen Konvoi da entdeckt und das waren eindeutig Militärs. Gut, das war jetzt nicht schwer zu erkennen. Nicht, dass die zum Beispiel auf die Idee kommen, diesen Atomkoffer da zu bekommen. Ja, nehmen wir alles mit. Also was. Genau, da wollte ich noch was schauen. Wir haben ja diesen Atomkoffer. Ich möchte mal schauen, können wir ihn zerstören? Wir könnten ihn wegwerfen. Ich würde tatsächlich sagen, wegwerfen bedeutet in diesem Falle, dass der Atomkoffer weg ist. Also wir zerstören ihn quasi. Und da ist er weg. Sehr schön. Ich denke, das ist besser, als wenn wir ihn irgendwo da liegen gelassen haben, allein aus der Perspektive, warum wir ihn mitgenommen haben, damit niemand was damit machen kann. Und wir haben ihn jetzt quasi ein bisschen Benzin übergossen und dann angezündet. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Da kann sich niemand beschweren. Okay. Sie darf jetzt auch was essen gehen. Wird langsam knapp. Da sollten wir überlegen, ob wir die nicht direkt gleich wieder losschicken. Melissa darf was trinken. Ja, ich glaube, wir schicken direkt wieder welche los. Ja, Kimberly und wen schicken wir diesmal? Diesmal darf Elisabeth mit. Wo gehen wir hin? 10 Tage. Ist halt eben die Frage, wo könnten wir denn noch. Wir könnten mal hier nach unten gehen. Das ist sehr weit. Aber eventuell finden wir ja da was Interessantes. Ah nein, das Schlossknacker-Set ist also noch da. Okay, das ist sehr schön. Das ist gut zu wissen. Ist jetzt die Frage, ob wir es da. Ja, wir nehmen es mal mit. Ist, denke ich, schon in Ordnung. Wir nehmen einmal Antibiotika mit und. Gut ist. Mal schauen. Weil eventuell finden wir ja da hinten ja noch irgendwie Teile für das Fahrzeug, warum auch immer. Wir müssten mal schauen, vielleicht an einer Tankstelle oder sowas. Das würde ja natürlich mehr Sinn ergeben. Aber okay. Sie darf mal hier auswaschen und danach direkt auf die Toilette gehen. Okay, gut. Bevor wir weitermachen werden, hört erstmal der Regen auf. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder. Das war's von eurem Kompass. Bambuso.